eigentlich jetzt unser erstes Tutorial über ein Arduino bringen. Ich glaube, das ist das erste. Okay. Also wir bauen heute die Blinky-App. Dazu brauchen wir ein Arduino. Und das war es eigentlich schon. Rein theoretisch. Aber wir werden natürlich die Blinky-App auch noch mit einer richtigen LED bauen. Auf dem Arduino selber ist eine LED schon. Die ist hier. Da steht auch ein L drauf. Kann man vielleicht so besser lesen, hoffe ich. Ich hoffe, es ist nicht so verschwommen. Die ist gleichwertig mit dem Pin 13. Das heißt, wir können die dann verwenden, um einerseits eine richtige LED blinken zu lassen und andererseits blinkt die LED hier auch noch. Hier haben wir noch TX- und RX-LEDs. Die sind zum Senden empfangen, wenn wir quasi die Daten auf dem Arduino draufspielen oder wenn wir Daten vom Arduino wegschicken. Hier haben wir noch eine On-LED. Die On-LED ist einfach nur Arduinos an. So, was brauchen wir dafür? Erstmal ein Breadboard. Ich habe mal hier so ein beim Funduino-Set, glaube ich, war das Breadboard dabei. Aber das hier gefällt mir nicht, weil das Breadboard ist ziemlich beschissen gefertigt. Das heißt, man steckt Dinge rein und dann funktioniert es nicht richtig. Aber man kann ja mal schauen, wie das Breadboard unten drunter aussieht. Und dann kann man sehen, wie das alles so miteinander verbunden ist. Also die Reihen sind halt hier durchgängig verbunden und die anderen Reihen sind von links nach rechts verbunden. Also immer so hier verbunden und das sieht man halt hier super. Nur wer es noch nicht gesehen hat, für den ist es vielleicht ganz interessant. So, das kommt wieder weg. Ich habe noch ein kleines Breadboard, das reicht völlig aus. Und das werden wir gleich mit dem Arduino verbinden und Pin 13. Dann habe ich noch eine Ladung LEDs bekommen. Die können wir. Was nehmen wir mal für eine LED? Blaue. Bei der LED ist so. Langanschluss ist Plus. Der lange Anschluss ist immer der Pluspol und der Kurzanschluss ist der Minus. Dann steckt man den gleich mal so drauf. So. Der lange Anschluss ist jetzt auf Reihe 11 und der kurze ist auf Reihe 13. Ich habe noch eine Widerstände dazu bekommen, da sind hier drin 100 Ohm, 200 Ohm, 330 Ohm und 1 Kilo Ohm und 10 Kilo Ohm. Kann ich erstmal weglegen, aber ich habe hier meine eigenen 220 Ohm, die eigentlich auch die richtigeren sind. Eigentlich müsste man pro LED-Farbe, da die immer einen kleinen unterschiedlichen Innenwiderstand haben, müsste man eigentlich für jede Farbe den optimalen Widerstand ausrechnen, aber mit 200 Ohm. 220 Ohm oder so ist man eigentlich immer gut bedient. Die 220 Ohm, die sind sogenannte Schutzwiderstände. Er soll verhindern, dass wenn die LED nämlich an ist, dann erwärmt die sich innen. Und mit dem Widerstand begrenzen wir quasi dann die Spannung. So, wie gesagt, ist Plus. Von Plus nach Plus. So sieht das schon mal schön aus. Ja. Jetzt brauche ich noch ganz kurz kurze Leitungen oder ich nehme lange Leitung. Nehmen wir einfach lange Leitungen. Machen wir mal eine lange Leitung. So, die Farben sind eigentlich egal. Deswegen nicht stören lassen. Da hätten wir Minus. Ja. Minus. Stecken wir es mal. Das muss von hier nach Ground. Ist eigentlich jetzt fast egal, welches Ground wir hier von der Platine klauen. Ground, hoffe ich.
und einmal Plus. Und dann gehen wir auf die 13. So, fertig. Blink-App aufgebaut. Nee, doch nicht. Wir müssen ja noch von Minus nach LED-Minus. Na, Minus, Plus auf die 13 und Ground auf Ground. So, dann müssen wir jetzt hier einen Strom anstellen. So, ich habe hier so einen handelsüblichen Anschluss. Mal gucken, ob das auch funktioniert. Ja. Und das ist eigentlich auch die App, die automatisch installiert ist, wenn ihr den Arduino kauft. Dann ist meistens die Blinky-App schon drauf. Und ihr seht, blinkt das auch schon. Habe ich schon mal gut vorbereitet, ne? So, und den Code dazu, den schauen wir uns jetzt einfach mal an. So, hier sind wir auch dann bei gleich beim Code schreiben. Ich habe ja noch mal ganz kurz das Fitzing-Bild aufgemacht. Oder eins gemalt. Wir können das hier auch mal hier hoch machen. Im Großen und Ganzen ist das jetzt gar nicht so kompliziert, ne? Das heißt hier, wenn der Pin 13, oh, ich sehe gerade, dass ich gar nicht auf Pin 13 bin, sondern auf links und hier muss ich auf Ground. So, das heißt, über Pin 13 geht halt die Spannung hier rein in das Board, geht dann hier quasi die Leitung lang, über die Leitung auf die LED. Die LED leuchtet dann und dann geht es hier über den Widerstand wieder auf Minus. Es ist jetzt eigentlich egal, das heißt, ihr könnt auch den Widerstand vor ans Plus machen oder ob das dahinter ist oder davor, das ist erstmal egal. Der soll einfach nur am Ende den Strom begrenzen, dass uns die LED nicht abraucht irgendwann, weil die eigentlich im Betrieb immer wärmer wird. Aber das ist jetzt, wenn ihr die auch ohne Widerstand betreibt, geht das auch. Na, hier habe ich nochmal den 220 Ohm Widerstand. Aber jetzt kommen wir direkt zum Code. So, das habe ich auch schon mal vorbereitet. Da ist ein kleiner Unterschied drinne gegenüber der gegenüber dem Tutorial, wie es sonst ist. Und zwar habe ich hier nicht einen Integer definiert, der LED 13 hat, sondern ich habe hier ein Define gemacht. Man schreibt es im Tutorial, ist es eher wohl so gemacht. LED gleich 13, ups, 12 nicht, 13. Kann man auch machen. Damit wird quasi die eine Integer ist eine Zahl, die quasi die Zahl LED mit dem Wert 13 belegt. Bei Define funktioniert das ein bisschen anders. Am Ende ist es so, das ist quasi auch nur eine Art Platzhalter, der quasi einfach nur besseren, lesbaren Code produziert. Ich sage halt einfach, die LED ist quasi 13 und wenn später das alles kompiliert wird, dann wird überall, wo LED steht, die 13 reingeschrieben. Na, das ist einfacher, weil wir jetzt keine Variable haben, dann haben wir auch weniger Speicherplatz. Das ist jetzt bei dem kleinen Projekt ja auch völlig egal, ob das jetzt ein paar Bits mehr verbraucht oder ein paar Bytes mehr verbraucht. Kann aber später wichtig, schon mal einen Unterschied machen, ob ich da jetzt hier 3000 Ints drin stehen habe und so weiter oder ob ich das hier mit Define LED schreibe. Das kann dann schon einen großen Unterschied machen. Bei dem Projekt ist das völlig auch irrelevant. So, wir gehen mal ganz kurz durch den Code durch. Wie gesagt, dieses Define LED sagt einfach nur, ersetzt später LED durch 13. Und es gibt immer zwei Methoden in diesen Sketchen drin. Das ist einmal die
Void Setup und die Void Loop. Der Unterschied ist folgende: Diese Void Setup, die wird immer mit dem Start des Arduino einmal aufgerufen, und diese Void Loop wird so oft durchlaufen, wie sie durchlaufen werden kann. Das heißt, in der Geschwindigkeit, wie es halt geht. Eine Methode an und für sich ist, die kann man aufrufen. Ich kann hier zum Beispiel auch eine eigene Methode hinschreiben, zum Beispiel void blink. Nur um das jetzt mal so ein bisschen, wir schreiben sie klein, wie man es auch richtig schreibt. Klammer auf, Klammer zu. Kann man natürlich so schreiben, kann man so schreiben. Und kann den Code zum Beispiel da reinkopieren. Und schreibe hier nur rein blink. So, jetzt habe ich quasi eine neue Methode geschrieben, die heißt halt blink. Der Typ void heißt, diese Methode oder diese Funktion, wie auch ihr gerne dies nennen wollt, hat keinen Rückgabetyp. So, gehen wir nochmal durch die Zeilen durch, wie die LEDs jetzt blinken. Delay, der Befehl sagt einfach nur warte. Danach kommt ein Wert aus in Millisekunden. Und das heißt, wir sagen hier warte 500 Millisekunden, also eine halbe Sekunde. Und dann setze den Ausgang Digital Write, das ist der Digitalausgang, schreibe Digital Write die LED und setze den Ausgang auf High, das heißt, setze ihn auf 5 Volt. Und LED wird später durch 13 ersetzt. Damit ist quasi der Ausgang 13 auf 5 Volt geschaltet. Dann warten wir wieder 500 Millisekunden. Und dann wird dieser Ausgang wieder auf Low gesetzt, auf 0 Volt. Ihr könnt statt High und Low auch 1 und 0 schreiben. Ihr könnt sogar False reinschreiben. Das hier auch klein geschrieben hier. Oder True. Das ist am Ende dasselbe. Das werdet ihr auch vielleicht in einigen Tutorials oder in einigen Dingen finden. Wir setzen es aber mal wieder auf High and Low. So wie es eigentlich auch richtig ist. 1 und 0 geht aber auch. So. Und das ist auch schon der ganze Code. Das ist gar nichts Schlimmes. Ach so. Genau. Der Pin-Mode sehe ich gerade. Der Pin-Mode gibt an, in welchem Mode oder in welchem Modus sich dieser Pin befindet. Man kann einen Pin als Input und als Output setzen. So, als Input, dann kann man quasi die Werte da einlesen, und als Output, da weiß der, dass der nur ein Ausgang ist. Ja. Und das ist das ganze Geheimnis bei der Arduino-Programmierung. Ihr seht also, Blinky-App ist total einfach. Damit startet man auch immer. Ihr könnt jetzt natürlich rumspielen und könnt sagen, ja, ich möchte auf Pin 12 und auf Pin 11 und auf Pin 10 und auf Pin 9 und 8 möchte ich jetzt auch LEDs sitzen haben. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, denn wir werden, machen wir das schon im nächsten Tutorial? Bin ich mir noch nicht sicher, aber ich möchte gerne mit euch eine Knight Rider bauen. Das heißt, ihr kennt ja bestimmt das Knight Rider Auto aus, ja gut, für diejenigen, die es älter sind, ihr kennt sicherlich das Knight Rider Auto, für die anderen können ja einfach mal googeln. Das hat so LEDs, die nach links und rechts wandern, immer von links nach rechts und von links nach rechts wandern die immer. Und da haben die diese Blinky-LED quasi ein bisschen auf die Spitze getrieben. Das Ganze ist aber gar nicht so leicht zu programmieren, zumindest für einen Anfänger. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob mich jetzt direkt das schon als nächstes machen sollte. Aber ihr könnt es ja gerne in den Kommentaren hinterlassen. So, dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.